Victorinox Spartan oder Hiker, oder sollte man das kleinere Tinker nehmen? Wenn du das wissen willst, weil die Frage kommt immer wieder mal, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du am Kaufberatungskanal dabei bist. Wir schauen uns diese Frage an. Eins ist gleich einmal klar. Der Tinker, dieser kleine Tinker, ist deutlich kleiner als der Spartan bzw. der Hiker. Ich habe jetzt hier das Spartan. Da haben wir einen Flaschenöffner. Und beim Tinker, bei diesem Small Tinker, haben wir ein Kreuz, der meiner Meinung nach in der heutigen Zeit, zumindest für mich, ja, öfter zum Einsatz kommt. Aber macht da nichts draus. Es gibt den Spartan ja auch als Hiker, glaube ich, oder Camper. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich gebe da unten den Link und einfach schau dir das an. Dann hast du es auch mit dem Kreuzschraubenzieher. Also das ist alles cool. Die Frage ist, was ist als EDC-Messer besser geeignet? Ich kann es dir in Wahrheit nicht sagen, denn du musst da eine Frage stellen. Reicht dir vom Tinker die kleinere Klinge? Für die Alltagsarbeiten, Brötchen aufschneiden, Semmel aufschneiden, Paket aufmachen, vielleicht irgendwas auseinanderschneiden, ein Seil jetzt vielleicht nicht, aber Schnur oder ähnliches, einen Faden abschneiden, also da reicht das meiner persönlichen Meinung nach absolut. Also eins ist auch klar, obwohl ich das Spartan oder Camper Hiker ganz gern habe, wenn es wirklich um ein EDC-Messer geht, das kompakt ist, aber trotz alledem die Funktionalitäten, die man im Alltag vielleicht brauchen kann, nimmt, dann würde ich den Tinker Small nehmen. Wirklich jetzt, ja. Du kannst ihn, übrigens billige Eigenwerbung, das ist die Reini Rossmann K4 Öffnenmechanismus, Scheide, mit dem es sehr, sehr viel einfacher ist, diese Werkzeuge hier aufzumachen. Aber sei es drum, du musst das natürlich für dich selbst entscheiden. Wenn du aber sagst, ich möchte ein bisschen eine größere Klinge und ich möchte, viele sind ganz narrisch, wie man in Österreich sagt, auf diese Version hier. Das ist diese Onyx-Version, die ist halt wirklich sehr, sehr schön. Was ich noch nicht sagen kann, das werden wir aber noch rausfinden, ist, wie sich das mit der Beschichtung verhält. Das werde ich mal am Messerkanal präsentieren, aber das jetzt nicht an, tut jetzt nichts an der Stelle. Ich kann nur sagen, bis jetzt ist mir die Beschichtung nicht runtergegangen und ich mache einiges damit. Schau. Wenn du sagst, mir kommt es jetzt nicht auf die Größe an und für eine Medium-Hand, ich habe so ganz normale Medium-Hände, reicht das absolut aus für Kleinigkeiten, dann bist du bei dem Tinker sicherlich an der richtigen Stelle. Wenn du auf diese schwarze Version unbedingt stehst, dann musst du eh den Spartan Onyx oder wie das heißt kaufen. Aber in Wahrheit, der Tinker reicht aus, denn sonst ist alles da, was es braucht. Das war's. Ja? Also auf diese Frage, weil die immer wieder kommt und natürlich auch die Frage kommt, habt ihr für den Tinker Small das hier? Ja, da haben wir auch unsere EDC-Scheiden, die man entweder um den Hals gibt. Mache ich jetzt billige Eigenwerbung? Ja, mache ich. Beziehungsweise du auch hergehen kannst und das Teil durchfädeln durch den Gürtel oder bei der Hose und dann im Endeffekt im Hosensack transportierst, rausnimmst, arbeitest, wieder zurücksteckst. Also auch diese Möglichkeit hast. Also wir sprechen hier wirklich von einer All-Day-Carry-Scheide. Egal, für was du dich entscheidest, wir haben es für beide. Und wenn du eine Frage hast, wenn du für dein Messer, vielleicht für Victorinox oder welches auch immer, auch so eine Scheide suchst, schick uns gerne eine E-Mail an shop@überlebenskunst.at. Und jetzt höre ich auf mit der billigen Eigenwerbung. Dein René Rossmann und ciao, ciao.